Hallo zur Klausi-Show. Viel Spaß. Hören Sie etwas Längeres, obwohl es auch von mir ist. Es handelt sich hierbei um... Wieder ein Schelm heute, nicht? Also... Ja, ja. Ich trage mein Haar heute offen. Also, ja. Es ist so. Eine Ballade aus dem Jahr 1106. 1116, so. 1116, Ritter Phipps. Ja, die geht so ungefähr. Es stand an seines Schlosses Brüstung der Ritter Phipps in voller Rüstung. Da hörte er von unten Krach und sprach zu sich, ich schau mal nach, und lehnte sich in voller Rüstung weit über die besagte Brüstung. Hierbei verlor er also bald zuerst den Helm und dann den Halt. Wonach, verfolgend stur sein Ziel, er pausenlos bis unten fiel. Und hier verlor er durch sein Streben als drittes nun auch noch das Leben, an dem er ganz besonders hing. Der Blechschaden war nur gering. Hallihallo, willkommen zur Klausi-Show. Diesmal haben wir so ein kleines Stückchen, gehen wir mal in der Zeit zurück, so 16., 17., 18. Jahrhundert. Bin heute hier bei einem Deilbachhammer in der Nähe von Essen, Kupferdreh. Also dieser Schwanzhammer wurde vermutlich im 16. Jahrhundert erbaut. Ich mache jetzt ein kleines Filmchen, vielleicht auch ein paar kleine Fotos. Und dazu wird die liebe Ulla eine kleine Geschichte erzählen. Viel Spaß. Industriedenkmäler gehören zum Ruhrgebiet und geben Zeugnis seiner Geschichte. Das wohl berühmteste, die ehemalige Zeche Zollverein, ist mit der Umgestaltung zu einem neuen Wahrzeichen des Ruhrgebiets geworden. Dies hat sich die öffentliche Hand einiges kosten lassen. Es gibt aber auch die kleinen Industriedenkmäler, die helfen sollen, uns das Wissen über alte Technik und über das Arbeitsleben unserer Vorfahren zu erhalten. In Dildorf, genau im Deilbachtal, haben wir gleich eine ganze Museumslandschaft, zu der mehrere Industriedenkmäler gehören. Ein wichtiger Teil dieser alten industriellen Anlagen ist der Deilbachhammer, dessen Ursprung ins 16. Jahrhundert datiert wird. Er gilt als der letzte Eisenhammer des Ruhrgebiets am originalen Standort. Es handelte sich dabei um einen Eisenhammer mit zwei Schwanzhämmern und zwei Wasserrädern, die vom abgeleiteten Deilbachwasser angetrieben wurden. Die Hämmer schmiedeten mit Gewichten von 2,5 Zentnern bzw. 1 Zentner Teile aus Eisen, die für die aufkeimende Industrie in der Umgebung benötigt wurden. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen Ausbesserungsarbeiten für die Prinz-Wilhelm-Eisenbahn hinzu. An kleinen Teilen wurden Werkzeuge, Achsen und Pflugschare geschmiedet. Die Gebäude, wie sie heute am Originalplatz zu sehen sind, stammen aus dem 19. Jahrhundert. Gegenüber dem eigentlichen Hammerwerk befinden sich zwei alte Gebäude, die einmal als Wohnhäuser für den Hammermeister und für die Arbeiter dienten. Aber auch der Kruppgründer Alfred soll dort um 1835 gelegentlich übernachtet haben, wenn er für seine Firma angefertigte Eisenteile am Deilbachhammer abholte. 1917 brach die Hauptwelle des Hammers und die gesamte Anlage wurde stillgelegt. Der Verfall begann. Erst 1936 wurden mit Unterstützung der Firma Krupp und anderen Förderern Sicherungsmaßnahmen durchgeführt und der Hammer weitgehend wiederhergestellt. Jedoch verfiel er dann im Zweiten Weltkrieg erneut. Um 1960 erwarb die Stadt Essen die Anlage. Als Außenstelle des Ruhrlandmuseums sollte der Hammer wiederhergestellt und zu Vorführungen betrieben werden. Dies geschah auch zeitweise in den 80er und 90er Jahren, ohne dass aber eine grundlegende und sichernde Sanierung vorgenommen wurde. Die Hämmer wurden elektrisch betrieben, da die Wasserkanäle für die Wasserräder zerstört waren. Immer wieder übersprühte der Deilbach mit seinem Wasser und Schlamm das Hammergebäude und ließ es so weit verfallen, dass die Vorführungen eingestellt werden mussten. Im Jahr 2000 wurden Sicherungsarbeiten durchgeführt, bei denen Essener Schüler halfen. Eine wirkliche Wende brachte das nicht.
Der Dalbach überschwemmte weiterhin das Gebäude. Die unbewohnt bewohnten Häuser sind eher Ruinen. Die Umgebung wurde und wurde nicht gepflegt und wird nicht gepflegt. 2007 wurden 1,3 Millionen Euro für eine Sanierung veranschlagt. Geld, das Essen nicht hat. Allzu lang hat man dem Verfall zugesehen, sodass die Kosten auf diese Summe stiegen. 2009 stellte der Landschaftsverband Rheinland 84.000 Euro zur Verfügung, für die derzeit Sicherungsmaßnahmen am Arbeiterhaus durchgeführt werden. Ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn das Industriedenkmal im Dalbachtal verfällt weiter und ist in Gefahr, seinen Denkmalstatus zu verlieren. Damit droht der Dalbachhammer, ein wirkliches Juwel unter den Hämmern im Ruhrgebiet, für immer aus unserer Heimat zu verschwinden. In Dalbach, ne? In den kleinen Industriemuseum. Ihr habt gesehen, die lassen wirklich was verfallen, was normalerweise wunderschön wäre, wenn man das mal wieder richtig in die Kultur reinholen würde. Und jetzt sind wir in Asbachtal. Bitte nicht vergleichen, hier gibt es kein Asbach. Ich habe auch erst geguckt, aber leider gibt es hier kein Asbach. Der Asbachfluss, der fließt hier vorne her. Hier hinten im Hintergrund sieht man die Dildorfer Kirche. Gibt auch zu essen, Kupferdreh. Und dann hier drüben, wie ihr sehen könnt, geht die Schnellstraße Richtung Wuppertal und andere Seite, also runter Richtung Essen. Ja. Und jetzt kommt, ihr wisst es, die Tipps. Und nun die Klausi-Tipps. Ja, liebe Freunde, dieses Mal habe ich zwei Tipps für euch. Als erstes die Maria Völdi. Sie ist Malerin und Buchautorin. Ihre Werke sind zu bewundern auf ihrer Homepage und auch bei Facebook. Und als zweites habe ich die Claudia Neubauer. Sie ist auch Malerin und ihre Werke sind bei megel.net. Und auch bei Facebook. Ja. Weiter geht's. Wo die Klapperschlange klappert und der Kaktus voll mich sticht, wo Kojoten einsam heulen, wenn die Abendsonne bricht, wo die Geier gierig kreisen, wenn ein Mann vom Pony kippt, wo es morgens schon zum Frühstück reich blaue Bohnen gibt. Arizona, Arizona, alles klar. Alle Bullen in den Westen waren im Traum schon immer da. Arizona, Arizona, hab den Traum noch nie erreicht. Doch ich schwör dir irgendwann mal, düse ich über großen Teich. Stehen wir hier auf der Dildorfer Höhe. Hinter mir seht ihr eine wunderschöne Wohnlandschaft, auf Deutsch gesagt. Hier stand früher die Dildorfer Kaserne. Da kann man sehen, was die Zeit sich ändert. Ne? Alles wunderschöne Häuser. Dahinter haben die einen wunderschönen Blick zum Baldeneysee.
ich sag jetzt tschüss. Ich hoffe, es hat ein bisschen Eindruck gebracht aus der Umgehung von Essen. Es gibt so viel zu sehen, man hat gar nicht die Zeit dazu, alles zu gucken. Ich sag jetzt schon mal tschüss. Und Fummel kommt ja so. Ciao. Geht das gut? Ja, oh, toll, ne? Ich jetzt auch, der Künstler. Na, der Quatsch, Künstler, der Dingsabumse, der. Ach, wie heißt das denn? Ach, Slim, ne, ja. Oh, malen, dann zu gucken, da. Du gesehen? Ja, du haben? Ja. Mit du kommen und bezahlen. Nicht umsonst. Nee, das ist der hier. Ne? Ja, aber ich hab noch was. Du gucken, ja. Den? Ja. Toll, ne? Ja, das lieb ich. Jetzt geht der nach draußen, ne? Ja. Jetzt noch ein bisschen Sonne, dann ist er kalt. Brrr. Muss ich mal so machen. Das ist lieb, ne? Ja. Also, ich wünsche viel Spaß, ne? Bis zum nächsten, ne? Tschüss.